Die nächste Inszenierung in Italiens führendem Opernhaus, der Scala in Mailand, hat schon vor der Premiere Kontroversen verursacht. In gut zwei Wochen hebt sich der Vorhang für Boris Godunow, Modest Mussorgskis Oper nach dem gleichnamigen Versdrama von Alexander Puschkin. Beides jedoch nicht nur Meisterwerke, sondern auch zutiefst russische. Eine solche Konzentration aus russischer Kunst und Geschichte sendet derzeit die falsche Botschaft zur Kritik. Nun hat der künstlerische Leiter der Scala, Dominique Meyer, seine Entscheidung verteidigt. Wir haben diese Entscheidung vor 3 Jahren getroffen. Und es ist nicht möglich, so ein Projekt kurzfristig abzubrechen. Und warum sollten wir das auch tun? Mit der Inszenierung von Boris Godunow machen wir ja keine Propaganda für Putin. Wir müssen doch den Unterschied zwischen der gegenwärtigen politischen Situation und Russland an sich anerkennen. Es handelt sich um ein Meisterwerk der Kunstgeschichte. Meyer wies auch darauf hin, dass sein Theater 400.000 Euro für die Ukraine durch ein Benefizkonzert gesammelt sowie Studierende der Tanzakademie in Kiew und ihre Familien aufgenommen habe.